Hallöchen Leute, recht kühl am Morgen, aber die Sonne scheint. Und durch meinen Unfall kam ich nicht dazu, über die aktuellen Dinge bei Lajos zu berichten. Da tat sich einiges. Zum Beispiel wurde nach langer Planungsphase die Zufahrt zu seinem Gelände betoniert. Kokosnüsse wurden geerntet. Zwischendurch buk Wingy ein Brot und sein Durchlauferhitzer wurde repariert. Dazu nahm Lajos einige Videoschnipsel auf. Und vielleicht interessiert es den einen oder anderen. So, wie gestern angekündigt, fange ich jetzt mal mit den Schnipselchen an. Jetzt ist unser Küchenbauer da und wird jetzt die Kokosnusspalme mal beschneiden, die ganzen Sachen runterschneiden. Und ich glaube, heute Nachmittag wollte er hier noch für seine Kühe noch Rasen holen. Ist ja genug da. Jetzt werden die Kokosnüsse geerntet. Erstmal die Blätter ab. Mein Gott, da werden wir nie hingekommen. Boah, sind das Riesenblätter. Ist okay? Okay. Voll? Er ist also auch riesengroß, also groß nicht, aber schwer pro Stück. Da hängen in einem Stück hier 8 Stück dran. So, jetzt sind schon einige Kokosnüsse unten. Langsam wird der Baum wieder leerer. Zack, wieder mal ein Blatt. Aber da sind noch einige drauf. Jetzt 4 Monate. Wahnsinn, was der Baum an Kokosnüsse produziert. Hammer hat. Ja, so ist es gut. Mit Video. So, die Blätter sind abtransportiert nach hinten und jetzt, da sind die Kokosnüsse. Ich schätze mal so 30 Stück. Sind schon einige. Jetzt werden die abtransportiert. Hier sind schon mal 5, da sind schon mal 6, 7 sind 12, plus noch das hier, also 30 Stück Pi mal Daumen. Und die haben wir ja schon mal aufgemacht. Ja, ist alles gut. Der wird ja wohl sein Moped voll kriegen. Guten Morgen. Letzte Woche Freitag sollte ja die Straße gegossen werden. Jetzt haben wir Mittwoch, den 21. Dezember. Jetzt machen sie weiter. Angeblich soll das heute gegossen werden. Jetzt füllen sie noch ein bisschen Erde auf. Also das ist, glaube ich, Sand, spezieller Sand oder irgendwas. Keine Erde. Und dann soll der Zementmischer heute Nachmittag kommen. Schauen wir mal, wie das wird. Gucken wir, unser Gärtner ist auch da. Der war heute Morgen um 8 Uhr hier. Heute ist gut was los hier. Ja, wir machen mal weiter nachher. So, jetzt kommt der nächste Fortschritt. Jetzt sind 5 Leute da, 6 hinter der Tor ist auch noch jemand. Jetzt verteilen sie den feinen Sand als Untergrund für den Beton. Klappt ja hervorragend. 2, 5, 6, ja. Der Gärtner ist ja auch voll am Schneiden. Also heute kommen wir richtig vorwärts. Finde ich gut. Überall haben sie jetzt so Haufen gemacht, dass sie das dann verteilen. Da kommt noch jemand.
Sieht das schon mal gut aus. Etwas laut wegen dem Gärtner. So wird das dann aussehen. Wieder zwei, drei Frauen dabei, die die schwersten Arbeit machen. Das ist Thailand. Typisch. Alles weitere später. So sieht die Straße jetzt nach dem Glätten aus. Ich will noch nicht zu weit rausgehen. Ich denke mir mal, die Pfosten werden die Mittelstreben sein. Und dann kommt später der Beton. Der wird bis vorne hin gegossen heute, haben sie gesagt. Wir werden sehen. Auf jeden Fall ist die Straße jetzt gesperrt. Also bis dahin kann man fahren und vorne ist komplett zu. Heute soll angeblich gegossen werden. Hier ist das Blattmacher-Ding-Gerät, das machen sie noch. Heute ist Freitag. Ja. Ja, hier ist ja schon das Metall. Jede Menge haben sie. Vorne machen sie noch den letzten Sand noch weg. Alle beaufsichtigen das Ganze. Und so sieht's aus. Da sind jede Menge dicke Stahlmatten. Die gießen das erst, haben sie gesagt, und legen dann die Stahlmatten oben drauf und drücken es dann runter. Ja, wir mussten ja mit dem Auto jetzt draußen parken. Müssen wir jetzt bis morgen bestimmt. Dann parken wir beim Polizisten im Hof drin. Ja, hier ist noch ein Sandhaufen. Ja, die Pfosten haben sie auch umrandet. Ja, die Version kenne ich zwar noch nicht, aber ist gut. So ist es. Ich denke mal, wenn wir heute zurückkommen, ist der Beton schon drauf. So, Straße ist heute betoniert. Bis zu uns hin und die sind noch am Arbeiten. So, zu Fuß kann ich schon drauf. Aber jetzt zieht da Muster rein, damit die Straße ein bisschen griffiger wird. Mein Gott, ist richtig schön breit. Schön. Morgen wird der Rest hinten, glaube ich, noch gemacht. Und dann geht es hier weiter. Ist alles gut. Ist hart. Ist hart. Keng, keng. So, jetzt sind wir gefangen. Die Rückseite von der Straße ist voll mit Sand. Wir parken jetzt hier bei Pirat. Da geht zu uns. Und unsere Straße bis vorne an die Ecke wird jetzt erst der Rest gegossen. Das heißt, zwei Tage nicht befahrbar. Jetzt sind wir zwei Tage dann bei uns auf dem Grundstück. Anders geht's nicht. So, jetzt ist heute Morgen der Techniker da. Der war pünktlich. Sollte zwischen 9 und 10, da hat er um 5 vor 9 schon angerufen. Unser Heißwasserboiler ist auf einmal ausgegangen. Und ja, jetzt kontrolliert das. Das ist halt, wenn man ein thailändisches Produkt kauft, dann hat man gleich lange Werbung. Lange Garantie drauf. Alles gut. Hallo André, das ist das Brot jetzt. Wolltest du doch da schicken. Jetzt macht sie das dann ab. Ist heiß, Schatz. Achtung, Lord. Ah, heiß. So sieht's Brot aus.
Na, anschneiden tun wir es nicht, weil das muss jetzt mindestens 2 Stunden kühlen. Zudecken und dann geht nichts dran, dann kann das in Ruhe auskühlen. Eigentlich muss die große nehmen. Ja, dann nehmen wir auch die große. Na? Okay, weiß Bescheid. Viel Glück, ist ganz einfach, Rezept ist ganz easy. So, jetzt ist Rest der Straße bis vorne hin fertig. Bis zum Anschluss. Ich denke mal, übermorgen kann man dann drauf gehen. Wir haben ja hinten auch schon gegossen alles. Und bleibt das so, wie es ist. Dann muss es ja nur noch trocknen. Und dann ist klasse. Den Rest haben sie auch schon gegossen, das ist schon fertig. So, die Straße ist erledigt. Mein Gott, es kommt noch ein Betonmischer. Supi. Ja, da fehlt noch ein LKW. Und dann ist fertig. Alles gut. Dann fehlt es noch zum Pirat, der Zugang. So, und jetzt von der anderen Seite. Jetzt ist das hier durchgehend fertig. Jetzt zieht er da die Rillen noch rein. Damit sie schön werden und das war's. Dann ist das bis uns hindurch fertig. Jetzt wackel ich ein bisschen. Das ist das Schild. So, übermorgen können wir dann von hier wie gewohnt dann schön drauf fahren. Dann ist über 1 Kilometer Straße fertig. So, jetzt wird angefangen hier weiter zu gießen. Weiß nicht, warum sie das so umständlich machen mit dem von innen drin hier raus, keine Ahnung. Aber wir werden sehen, wenn es soweit ist. Wenn es läuft, dann filme ich weiter. So, jetzt läuft der Zement langsam. Mit Holz drin. Was macht er jetzt? Für die Ecke. Und alles per Hand, ey. Das kennen wir ja schon. Zwei, vier, sechs, sieben Leute und der Chef. Der gibt die Kommandos. Ja, jetzt haben sie das Stück schon, die Kurve schon gemacht. Soweit. Und hier bei uns auch nochmal die gleiche Höhe wie die Straße. Das wollten wir ja so haben. Das ist jetzt auch fertig. Jetzt können wir hier 2 Tage wieder nicht drauf. Dann müssen wir hier noch mit Erde ein bisschen auffüllen. 5, 6, 7, 8 Schubkarren und dann ist alles in Ordnung. Dann sind wir geschützt. So, jetzt machen die Jungs da weiter. Und dann soll das alles passen. Das ist jetzt der zweite Betonmischer, die zweite Ladung. Guck mal, wie viel sind denn fertig vielleicht? 6 Meter, 8 Meter. 6 Kubik gehen in so ein Ding rein. Also 12 Kubik haben sie schon verbraten hier für ein paar Meter Straße. Geht ordentlich was rein. Alles klar.
Falls euch das Video gefallen hat, abonniert bitte meinen Kanal, bewertet es positiv. Bleibt mal alle miteinander gesund, haltet die Ohren steif und lasst es euch gut gehen.